Servus liebe Leute, ich bin's, der Moritz von Low Ready, immer noch auf der Jagd und Hund in der Dortmunder Westfalenhalle. Wir haben heute schon viele weitgerechte Waffensysteme gesehen, jetzt bin ich gerade aber am Stand von Hebel vorbeigelaufen und habe die APC-Familie von B&T entdeckt. APC-Familie, ich glaube, die sind 2011 das erste Mal mit der APC 9 rausgekommen. Danach folgten Kaliber wie 45, 45 SD, 308 hier im Hintergrund und auch 300er Blackout-Variante. Ich habe gedacht, naja, vorbeigehen, komm, guckst du dir mal an, hab zum ersten Mal einen in der Hand. Muss sagen, dafür, dass es ja eine komplette Eigenentwicklung aus der Schweiz ist und eigentlich nicht mit irgendeinem Waffensystem verwandt, wie zum Beispiel eine AR-15, dann irgendwie als AR-15 SBR zusammengemoddet. Nein, es ist tatsächlich ein ganz eigenständiges System und ich habe mir sagen lassen, die werden tatsächlich von, sag mal, Kopf bis Fuß in der Schweiz produziert. Die Sachen, die B&T nicht selber produzieren kann, sourcen die natürlich aus. Allerdings gibt es da eine Policy und zwar, alles, was nicht selbst im Werk gefertigt werden kann, darf dann maximal von einem Händler oder Lieferanten geliefert werden, 100 Kilometer Umkreis. Also tatsächlich buy local, shoot local. Wie bei allen derzeitigen APX-Modellen ist auch bei der APX300 viele Features Serie, wie zum Beispiel, wir fangen hinten an, dazu fällt ein, ich glaube, es sind in Dreifachposition verschiebbarer Hinterschaft, der auch, wie zum Beispiel bei den Sig Sauer MCX-Modellen, abklappbar ist. Ein zeitgemäßes Ambidextrous-Design, was natürlich bei der Sicherung anfängt und dann sich weiter über den Mag-Release- und Bolt-Catch-Release-Button erstreckt. Wir haben einen mitlaufenden, beidseitigen Ladehebel, den man sowohl von links als auch nach rechts umsetzen kann. Wir haben eine durchgehende Picatinny-Schiene oder ein durchgehendes Rail, hier von da nach da, jeweils auch an den Seiten und natürlich auch unten für einen Vordergriff. Und der ein oder andere wird es schon gesehen haben, ja richtig, es ist der lange Rotex A2 Mündungsdämpfer, der sich wunderbar mit dem dazu passenden Rotex 2A Schalldämpfer verträgt. Und ihr habt es gesehen, wie leicht dieser Schalldämpfer auf- und absetzbar ist. Oh ja. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich auf der Jagd und Hund gerade dieses Modell mal in der Hand haben werde, aber kann ich wirklich sagen, sehr schön, wer die Chance hat, sich sowas mal anzugucken, ist wirklich interessant.